Hallo meine lieben Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pflanzen gegen Zombies mit Big Pauli. Ja meine lieben Freunde, letztes Mal haben wir ja nochmal mit den Minispielen weitergemacht und jetzt geht es weiter mit das letzte Gefecht. Und dafür benötigen wir auch nochmal eine Pflanze aus dem Laden, nämlich die MG-Erbse. Habe ich doch irgendwas vergessen? Los geht's. Also erstmal die Grundverteidigung aufbauen. Ach verdammt, ich habe einen Fehler gemacht. Also nochmal erstmal die Grundverteidigung. Jetzt die Zunderhölzer. Die erste Flagge werde ich schon überleben irgendwie. Schon, mach den Football-Zombie fertig. Angriff fortsetzen. Coming.
Jetzt habe ich die Grundverteidigung schon mal. Ja, die Magnetpilze sind notwendig. Absolut. Meine Gegner haben sowas von keine Chance gegen mich. Und wieder ein bisschen bessere Verteidigung. Meine Verteidigung wird mit jeder Flagge besser. Er hat es noch so gut wie kein Zombie bis zu meinen Hochwallnüssen geschafft. Ja, eure Türen sind halt magnetisch. Warum auch immer. Türen bestehen eigentlich nicht aus Metall. Zumindest nicht solche. Die bestehen normalerweise aus Holz.
den Angriff fortsetzen. Die letzte Flagge. Auf jeden Fall ein interessantes Minispiel. Ihr kommt nicht durch. Ihr werdet kläglich scheitern beim Versuch, mein Haus zu erreichen. Und am Ende eine perfekt symmetrische Stellung. Jetzt kommt auch wieder ein unglaublich schweres Minispiel, gleich nachdem ich kurz nachgesehen habe. Wollen die Pflanzen im Sandgarten irgendwas? Nein, leider nicht. Auf jeden Fall kommt jetzt dann wieder ein unglaublich schweres Minispiel, nämlich Zom Botanik 2. Jetzt gibt es auch noch welche mit Jalapeno-Köpfen, Hochwalnüsse, MG-Erbsen, Matschkürbis. Das wird sehr, sehr schwer. Müsste so gehen. Los geht's. So, die erste Reihe wäre damit schon mal gegen die normalen geschützt. Okay.
versuche erstmal das Land abzusichern. Zumindest einigermaßen. Und tschüss, Walnuss-Typ. Oh nein, auf keinen Fall. Verschwinde, du blöder Jalapeno-Kopf. Und so besiegt man einen nervigen Gegner. Oder so. Oder so. Sauber. Das wird mir wehtun. Vorausgesetzt, die geht hoch. Oh, Gott sei Dank. Thank you.
Scheiße! Okay, den Rasenmäher opfere ich mal. Kann ich vielleicht einfach vor, weil ihr das gesehen habt nur, aber das war sehr kompliziert. Ganz im Ernst. Ja, an dieser Stelle mache ich jetzt einfach mal einen Cut. Es war mir wie immer eine Freude, euch jetzt meine Zuschauer zu haben. Liked das Video, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt Kommentare, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr mich schon abonniert habt und noch nicht auf das Glockensymbol neben dem Abonnieren-Button geklickt habt, macht es, damit ihr in Zukunft keines meiner Videos mehr verpasst. Das war's für heute von Big Pauli. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.